hat die AfD es geschafft, parlamentarische Kräfte, demokratische Fraktionen vor sich herzutreiben und mit dieser Geste ihres eigenen Kandidaten, dem sie kein Vertrauen geschenkt haben, dem Ansehen der parlamentarischen Demokratie einen schweren Schaden zugeführt haben. Wir haben heute respektvoll miteinander ein langes Gespräch geführt über mögliche Wege, die dazu führen, dass in diesem Parlament die AfD nicht mehr darüber entscheidet, wie demokratische Fraktionen miteinander umgehen. Ich danke den vier Fraktionen, dass es mir möglich war, heute eher ungeplant, aber eben doch dabei zu sein. Und ich habe mich davon leiten lassen, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie man sehr schnell, sehr zügig in Thüringen zu Neuwahlen kommt. Und dieser Vorschlag heißt, dass ich selber nicht mich bereit erkläre, als Ministerpräsident die vorübergehende Phase anzuführen als Ministerpräsident. Das heißt, ich schlage eine technische Regierung vor, die aus drei Ministerinnen und Ministern besteht. Und ich habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt, um mit einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei gemeinsam die Aufgaben als technische Regierung zu lösen, damit wir Rechtssicherheit kommen, mit denen wir dann zum Wahlergebnis kommen und dann zu einem Votum, das die Bürger abgeben. Also ein Umgang, bei dem man den Auftrag wieder an die Bürger gibt und sagt, wie sollen die Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag sein? Thüringen hat eine Landesregierung verdient. Thüringen hat eine schnelle Landesregierung, eine gute Landesregierung verdient. Und den Weg, den ich vorschlage, wäre der Weg zu Neuwahlen. Der liegt auf dem Tisch. Alle vier Fraktionen, alle vier Parteien wollen das heute und morgen mit ihren Gremien bereden. Ich bin froh, dass meine Partei mir den Rücken dabei gestärkt hat. Aber alle anderen Parteien haben gesagt, sie müssen es mit ihren Gremien klären, weil der Vorschlag von mir heute Nachmittag in der Form das erste Mal so unterbreitet worden ist. Und das ist mein Beitrag zur Stabilisierung unseres Landes. Und ich denke, auf diesem Weg sollten die demokratischen Parteien und Fraktionen jetzt zusammenarbeiten. Und mein Appell ist, gemeinsam sollen wir den Weg ausgestalten. Und es bleibt bei meinem Satz von meiner Regierungserklärung am 12. Dezember. Jetzt ist die Stunde von mehr Demokratie und weniger Parteibuch. Vielen Dank.